Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within und jetzt werden wir es wagen, gegen dieses kleine, fette Viech da unten zu kämpfen. So, das rennt ja. Ich nehme mal erstmal die Shotgun in die Hand, denke ich mal. Die ist, glaube ich. Ich glaube, die ist effektiver, da bin ich mir aber nicht so sicher. Aber jetzt werden wir erstmal gegen den kämpfen. Indem wir ihn jetzt anballern. Ja. Nein, den genau mit Explosionspfeilen. Den Zwiebeln wir ihn dann einmal kurz rein. Das schnell erledigt. Fuck. Shotgun. Los, hoch da, hoch da, hoch da. Weil dann kann er mich nämlich nicht angreifen. Hier oben. Okay, die Explosionspfeile haben leider diesmal gar nichts gebracht. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist das. Die Pistole bitte nochmal. Na, kommt er vielleicht da unten hin? Weil dann könnten wir ihm da eine Granate hinschmeißen. Na, kommst du? Wo steht er denn rum? Wo ist er? Ich weiß nicht genau, wo er steht, ist gerade mein Problem. Da ist er. Kommt, geh runter. Komm. Na, kommt er? Ja. Er ist auf dem Weg. Da kommt er doch. Man kann leider nicht von der Leiter aus schießen. Das wäre natürlich schön. Jetzt geht er wieder. Das ist nicht so toll. Hat das irgendwas gebracht? Jetzt hat er uns wieder gesehen. Wir müssen uns ihm im Nahkampf stellen. Anders wird das, glaube ich, nichts. Aber er muss... Nee, so kann ich das nicht machen. Er muss erst wieder weg, komplett weggehen. Wie machen wir das am besten? Ich könnte runter und dann erstmal weglaufen. Da ist er. Ich lasse ihn erstmal runterklettern. So. So, das hat ihm richtig schön was abgezogen. Das sieht gut für uns aus. Na, schade. Nehmen wir uns mal wieder die Shotgun. Vielleicht rennt er ja ins Feuer. Na, brennt er oder was? Nein! Oh Mann. Na komm. Fuck. Doch. Ja. Ja.
Und der Leichenberg wächst. Eine Errungenschaft. Ja, wir haben ihn gleich beim ersten Mal besiegt. Und jetzt können wir... Besser mit. Ja, die Motorsäge könnten wir uns nehmen, aber erst möchte ich den Glibber nehmen. 5000 Gel hat er uns gebracht und eine Kettensäge kriegen wir. Okay, wir haben nur noch 2 Pfeile auch für die Armbrust. Mehr haben wir tatsächlich nicht mehr an Patronen. Die Granaten haben nicht so gut getroffen, aber wir können sie wieder einsammeln. Das wusste ich nicht, das ist natürlich gut. So, da haben wir die beiden wieder. Das ist schön, dass wir den besiegt haben. Und bei dem da hinten drin steht noch eine Kiste. Ich denke mal, die holen wir uns dann auch nochmal. Wenn sie da schon ist, ne? Okay, keine Falle. Patronen. Dankeschön. 6 Stück für die Knarre. Und 2 Stück für den Dings. Da können wir uns jetzt nochmal... Wir machen das jetzt einfach nochmal. Zack. So, und nehmen dafür dann auch noch die beiden Patronen mit. Was haben wir hier noch? Nichts. Schade. Gut, dann können wir jetzt theoretisch losziehen. Und die Kettensäge verwenden am Gitter. Und haben dann damit das Tor geöffnet. Und ich glaube, da endet dann auch Kapitel 3. So. Zack, damit haben wir Kapitel 3, glaube ich, beendet. Das weiß ich nicht. Wir können ja mal durchgehen. Gehen wir mal durchs Tor. Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja, damit haben wir Kapitel 3 überlebt und wir speichern einfach nur einmal schnell. Ja. Und werden dann nächstes Kapitel starten. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ein sehr schöner ladender Bildschirm. Kapitel 4. Der Patient heißt das Kapitel. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Daher die Pflicht, meinen Partner zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Ja, das hoffe ich auch nicht. Ja, was ist denn? Ach, guck mal, hier haben wir doch gleich wieder was. Eine Marke oder ein Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt deshalb, dass ich etwas zwischen uns, so viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Okay, dann können wir hier mal wieder durch diese Tür gehen und... So, die Kisten können wir nochmal kaputt machen. Kriegen dafür nochmal ein bisschen Munition für den Revolver. Und können auch tatsächlich wieder mal in die Spiegelwelt eintauchen.
Okay, wir sind hier. Da ist sie. Was will die denn jetzt von uns? Hä? Okay. Die können wir trotzdem noch durch. Wir haben 5100 Gel und schauen mal jetzt, was wir damit anstellen können. Lebensanzeige können wir nicht erhöhen, da wir dafür 10.000 brauchen. Wir machen mal für 3.000 Sprintdauer und machen für 2.000 einmal Nahkampfschaden. Und jetzt haben wir wieder nur 100 übrig und damit können wir ja nichts machen mit 100 Gel. Ich kann nicht mehr rennen hier drinne. Kann ich hier durchgehen? Nein, das ist verschlossen. Ich möchte aber noch mal gerne meinen Schlüssel einsetzen. Haben wir hier vielleicht was Neues? Ja. Valerio. Vermisst. Dr. Valerio Jimenez. Was weiß ich denn? Eigentümer des Hospitiz in Eckel River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Okay. Ich frage mich, was wir jetzt machen müssen, weil wir können nichts. Wir können nicht rennen. Es ist auch irgendwie anders hier, als das sonst war. Nur. Ich weiß nicht genau warum. Ist das normal oder. Eher nicht. So, zwei Stück davon haben wir schon voll. Wir können jetzt. Wir haben noch unsere. Doch, Bolzen haben wir immer noch voll. Jetzt nehmen wir mal diesen da. Und kriegen wieder Gel. Wieder 5000. Aber die sparen wir uns diesmal auf, um nämlich unsere Lebenszeit nochmal zu vergrößern. Ne? Hier ist gar nichts. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, zurück zum Spiegel. Speichern vorher einmal und dann ist auch gut hier drin. Dann gehen wir wieder durch den Spiegel zurück und schauen mal weiter, was uns so erwartet in diesem Kapitel. So, einmal noch. Ich kann gerade gar nicht speichern. Okay. Ich kann auch nicht durch den Spiegel gehen. Warum nicht? Was muss ich tun? Ist, glaube ich, eine ganz gute Frage im Moment. Die 5000 wollte ich mir aufsparen. Wir kommen nicht durch diese Tür. Vielleicht müssen wir hier durch. Da hinten steht jemand. Ist das sie? Ja, das ist sie. Nein, nein, nicht Anna. Nein. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Lass mich los! Lass mich los! Gut, 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 gut. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Was war das denn jetzt? Einmal speichern, bitte. Er hat das jetzt gespeichert, ne? Mit dem Zeug. Ja.
Ich denke mal schon. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zu den Spiegel. Was war das gerade? Irgendwas mit Leslie wieder? Wir müssen los. Ach nee, du wieder. Wir können ja jetzt auch weiter. Jetzt habe ich ja auch alles erledigt. So, hier denke ich mal, kommen wir hoch. Abziehen, nicht zerreißen. Aha. Was ist hier nur passiert? Das kann ich dir sagen. Hier sind auch diese Viecher. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Ich bin kein Kämpfertyp. Das überlasse ich Ihnen. Au. So, die Axt nehme ich gerne. Und den zünden wir einmal an. Jetzt hat er die Axt. Haben Sie sie erledigt? Ja, hab ich. Kannst reinkommen. Darin können wir uns nur verstecken. Aber das wollen wir ja gar nicht. Die Axt ist eigentlich ganz gut. Der Onkel Doktor ist hier. Was ist hier bloß los? Ich denke mal, wir schauen mal unten nach. Keine Sorge. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Dagegen hilft waschen. Kingsjucken. So, was hat der denn? Der hatte Schrot. Wie konnte er Valerio sowas antun? Wir haben mal wieder eine Errungenschaft bekommen. Das Hospital ist mein Zuhause. Kann nicht Ruweck sein. Das ist aber Ruweck, mein Gott. Hast du doch gesehen oder bist du blind? Aber der Kampf gegen den war jetzt ja nicht so spektakulär. Ich meine, wir haben ihn zweimal mit der Axt gehauen und dann war es das. Da haben wir noch Gel. Hier ist sonst nichts. Leslie? Das kam von draußen. Ja. 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 Okay, hier haben wir noch Streichhölzer. Die nehmen wir gerne mit. So. Wo geht's denn hier nach draußen, wenn wir zu Leslie sollen? Hier müsste es nach draußen gehen. Da ist das. Wir gehen mal nach hinten in den Garten. Hilfe! 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 Hilfe!
den. Nein, ich treff doch mal. Ah, gut. Okay, 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 komm, komm. Ja. So. Schrotpatron. Wir haben aber leider nicht mehr so viel für den Revolver. Haben Sie sie erledigt? Ja. Oh, der geht's wohl nicht mehr so gut. Kann ich die Axt nehmen? Nein. Die hatte doch eine in der Hand, oder? War das nicht die... Jetzt ist halt nur noch die Frage, wo wir in der nächsten Folge hin müssen von Let's Play The Evil Within. Bis zum nächsten Mal. Ciao.